Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundesrunde des Zentralinstituts für Kunstgeschichte, liebe Kolleginnen und Kollegen. Können Sie mich hören, hinten? Gut zu hören? Institutionen beschreibt Emil Durkheim 1895 in seinen grundlegenden Regeln der soziologischen Methode als die Gussformen, in die wir unsere Handlungen gießen müssen. Die Metapher ruft positive wie negative Aspekte auf. Institutionen ermöglichen Handlungen, geben Struktur und Halt. Institutionen machen aber auch Vorgaben, begrenzen und scheinen wenig wandelbar. Ganz entziehen kann sich dieser doppelten Gussformendynamik keine Institution, auch kein Forschungsinstitut. Die Frage ist vielmehr, wie eine Institution damit umgeht, zumal wenn sie seit längerem existiert. Die Institution des Zentralinstituts für Kunstgeschichte wurde im November 1946 gegründet und nahm am 1. März 1947 hier im ehemaligen Verwaltungsbau der NSDAP die Tätigkeit auf, vor 75 Jahren. Entscheidend dafür war, dass hier bereits einer der alliierten Central Art Collecting Points in Deutschland seinen Sitz hatte, die sich auf die Rückführung von unrechtmäßig angeeigneten Kunstwerken, die sich darum kümmerten, um die Rückführung. Wie genau es dann zur Idee für einen solchen Ort kunsthistorischer Forschung in der postapokalyptischen physischen und psychischen Trümmerlandschaft Deutschlands und Münchens kam und wie das ZI dank internationaler Unterstützung und im Hinblick auf internationalen Austausch zu einem der größten Forschungsinstitute zur Kunstgeschichte werden konnte, damit haben wir uns in den letzten anderthalb Jahren intensiv beschäftigt. Die Ergebnisse werden im Oktober in einem Buch über das ZI vorgelegt. Heute wird Uwe Fleckner, Professor an der Universität Hamburg und Direktor des dortigen Warburghauses, über die auch für das ZI modellhafte kulturwissenschaftliche Bibliothek Abi Warburgs und deren Forschungsprogramm, seit 1933 von Hamburg nach London emigriert, reden. Iris Lauterbach wird im Anschluss eingehender die Anfangsjahre des ZI vorstellen. Klar ist aber auch, dass sich jede Institution höchstens zur Hälfte über die zurückgelegte Wegstrecke definiert und mag diese auch 75 Jahre betragen. Die andere Hälfte besteht aus dem Agieren jetzt und den Plänen für die Zukunft. Mit dem aktuellen Forschungs- und Serviceprogramm des ZI haben wir uns daher in den letzten Jahren noch intensiver beschäftigt als mit der Geschichte der Institution ZI. Auch dazu gleich mehr. Dass das ZI seit 75 Jahren existiert und dass wir ohne allzu große Übertreibung unter dem ideal nahekommenden Bedingungen arbeiten können hier, verdankt das ZI zunächst dem Freistaat Bayern und dem Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, seit 1979 alleiniger Träger des ZI im Bewusstsein, wie zentral Bildkompetenz und kritische Forschung zu Kunst und Bild für unsere Gesellschaft sind. Ein eigener Freundeskreis, die Conjuncta Florescit, ermöglicht es dem ZI seit 1983, zusätzliches Leuchten zu entfalten, unter anderem eben auch diesen Abend. Und ich freue mich sehr, dass viele bekannte Gesichter der Conjuncta heute hier sind. Wir haben zudem außergewöhnliche Mäzene wie die Karl Friedrich von Siemens Stiftung, Herzog Franz von Bayern und andere. Ein weiterer wichtiger Impuls ergab sich in den letzten Jahren durch die enge Kooperation mit der Ludwigs-Maximilians-Universität und natürlich auch mit anderen Forschungsinstituten, Museen und Kultureinrichtungen der Stadt München in Bayern und darüber hinaus. Vor allem aber macht das herausragende Team, machen die Mitarbeitenden in allen Bereichen des ZI aus. Ein besonderer Dank geht an all diejenigen, die die Feier heute mitorganisiert und realisiert haben. Und schließlich Dank an Sie alle, die Sie das ZI nutzen, zu Veranstaltungen, Vorträgen kommen, unsere Forschungen verfolgen und heute hier sind. Es kann keine bessere und keine wichtigere Bestätigung für das Bestehen und die Arbeit eines Forschungsinstitutes geben.
Ihnen allen also nochmals herzlich willkommen zum heutigen Abend, der mit einer Grußbotschaft des Bayerischen Staatsministers für Wissenschaft und Kunst, Markus Blume, beginnt. Wow, was für ein Geburtstag. Das Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München wird 75. Deswegen voller Dankbarkeit, ein herzliches bayerisches Vergelt's Gott auf der einen Seite und zu diesem Jubeltag natürlich auch Happy Birthday. Ich freue mich, dass heute alle da sind, denen dieses Zentralinstitut wichtig und bedeutsam ist. Und die, die nicht da sind, die können entweder auf diesem Weg ihre besten Wünsche schicken oder sind wenigstens im Herzen dabei. Ich darf ganz herzlich begrüßen Herrn Professor Pfisterer, den Direktor, natürlich auch Herrn Professor Marz, den Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, Herr Professor Redmann für die Musikhochschule, Herr Dr. Kamme fürs Nationalmuseum, Herr Professor Nerdinger und viele andere und natürlich auch die Vertreter des öffentlichen Lebens und der Politik. Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Das ZI wird 75 und da muss man natürlich nachspüren, was macht diese Einrichtung, was macht dieses Institut so bedeutend. Es hat ohne Zweifel eine bedeutende Vergangenheit und ist gleichzeitig ein Institut mit großer Zukunft. Wenn man nachspürt, was macht es besonders, dann würde ich sagen, es ist vor allem das Thema Haltung. Das ZI war immer der Ort, wo Haltung gezeigt und auch gelebt wurde. Es war vielleicht auch sowas wie der kulturelle Urknall nach den Schrecknissen des Zweiten Weltkriegs und der Nazi-Diktatur in Deutschland. Die Amerikaner haben dort den Central Art Collecting Point errichtet und damit den kulturellen Neubeginn in Bayern zumindest ermöglicht. Daraus ist viel gewachsen, nämlich bis zum heutigen Tag ein Forschungsverbund Provenienzforschung unter anderem, den das ZI maßgeblich auch mitträgt und mitgeprägt hat. Ich will an der Stelle ganz deutlich sagen, das Thema Provenienz ist auch jetzt, mehr als 75 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, noch von extremer Bedeutung. Ja, ich würde noch deutlicher sagen, wir brauchen ganz dringend auf bundesdeutscher Ebene endlich den gesetzlichen Rahmen, um Dinge nicht nur pragmatisch und verantwortungsvoll lösen zu können im Einzelfall, sondern auch generell einen Rahmen zur Hand zu haben, der uns viele Fragen dann am Ende hoffentlich auch einfacher beantworten lässt. Das ist jedenfalls ein klarer Wunsch auch in Richtung Berlin. Zum zweiten Haltung, weil man als Institut sich immer auch in der Zeit sieht und den Herausforderungen der Zeit gegenübersteht. Und dann auch nicht die Augen verschließt, sondern das macht, was notwendig ist. Zum Beispiel jetzt mit der Unterstützung ukrainischer Kunsthistoriker bei Scholars at Risk. Nicht lange fragen, sondern einfach selbst einen Beitrag leisten. Und so finde ich, dass das ZI überhaupt nicht gealtert ist. Denn indem man immer das Herz am rechten Fleck trägt, Haltung zeigt, ist man eigentlich immer aktuell. Und das soll in diesem Jubiläumsjahr natürlich auch gezeigt werden. Und deswegen darf ich Glückwunsch sagen, nicht nur zum Geburtstag, sondern auch zu dieser strotzenden Lebensfreude und dem vielfältigen Engagement, was sich in diesem Jubiläumsjahr dann auch zeigt. Mit Ausstellungen, mit einer App Munich Art to Go, also ein richtig bayerischer Name, mit einer Blogreihe, mit Online-Präsentationen und vielem anderen mehr. Alleine daran merkt man, Kunstgeschichte ist nichts für die Vergangenheit mit den Instrumenten der Vergangenheit, sondern ist etwas, was in der Zeit steht. Ich darf Danke sagen an Herrn Professor Pfisterer und seine Mitarbeiter und natürlich an Herzog Franz von Bayern, an die Karl-Friedrich von Siemens Stiftung und den Förderverein des Instituts. Sie alle haben dazu beigetragen, dass dieses Institut auch zu seinem 75. Geburtstag blüht und erfolgreich dasteht und eine gute Zukunft hat. Ad multas annos. Das Zentralinstitut für Kunstgeschichte beschäftigt sich nicht nur mit Bildern. Unsere Feier heute zum 75-jährigen Bestehen des ZI produziert auch neue Bilder. Vermutlich dürfte am Ende dieses Abends eine dreistellige Zahl von Fotos entstanden sein. Freilich eine verschwindend geringe Menge von Bildern, von neuen Bildern, angesichts der allein für dieses Jahr erwarteten 1,5 Billionen neuer Fotos, 7% mehr als im letzten Jahr, ca. 190 Fotos pro Mensch auf dieser Erde. Von bewegten Bildern, Filmen, Videoclips, 3D oder virtuellen Szenarien gar nicht zu sprechen. Diese 1500 Milliarden Bilddateien tragen einen wesentlichen Teil zum diesjährigen Gesamtdatenaufkommen bei, mehr als alle unsere Textnachrichten und Dateien zusammen. Wobei,
so eine Hochrechnung, 98-99% aller überhaupt existierenden Daten erst in den letzten 7 Jahren seit 2015 produziert worden sind. Oder nochmal anders gesagt, wir werden allein heute Abend vermutlich mehr Fotos produzieren, als aus den ersten 50 Jahren der Existenz des Zentralinstituts zusammen erhalten sind. Insbesondere aus den Gründungsjahren des ZI haben wir kein einziges Foto. Die erste Aufnahme aus dem Jahr 1949 zeigt eine Ausstellung noch des Central Collecting Point, also nicht eigentlich des ZI, zum Kunstschaffen in Deutschland. Nun gibt es natürlich weiterhin auch nicht virtuelle Informationen, gerade in der Kunstgeschichte. Und für eine Untersuchung sind sowieso nicht alle Informationen und Daten gleich wichtig und interessant. Im Gegenteil, das Finden relevanter Daten wird teils paradoxerweise zunehmend schwierig. Was diese kaum fassbare Zahlenmenge aber doch eindrücklich verdeutlicht, ist zweierlei. Computer, das Internet, Social Media gibt es schon eine ganze Weile. Die Association for Computing Machinery, ACM, die erste wissenschaftliche Gesellschaft für Informatik, wurde übrigens im gleichen Jahr 1947 gegründet, in dem auch das ZI seine Arbeit aufnahm. Die virtuellen Daten freilich, mit denen wir heute operieren, sind mehrheitlich allerneuesten Datums. In den letzten Jahren hat nochmals eine so enorme digitale Beschleunigung stattgefunden, für die die Pandemie nur den letzten Schub geliefert hat, dass mit den 2010er Jahren eine entscheidend neue Phase einsetzt. Keine Institution, zumal eine Forschungsinstitution, die sich auch mit der Gegenwart beschäftigt, kann diese Entwicklung ignorieren und ein einfaches Weiter wie bisher auf ihre Fahnen schreiben. Dies ist nun freilich nicht nur als Plädoyer für das Digitale zu verstehen, wie es gerade überall zu hören ist. Denn, dass die Bilder bei der aktuellen digitalen Beschleunigung eine solche Rolle spielen, dass wir offenbar fast mehr und wirkungsvoller über Bilder kommunizieren als mit Texten, stellt ein Zentralinstitut für Kunstgeschichte in besonderer Weise vor Herausforderungen und in die Verantwortung. Die kritische Analyse, die Erarbeitung und Vermittlung von Bildkompetenzen im weitesten Sinne und gerade für das Digitale ist für unsere heutige Gesellschaft, Wissenschaft und Kunst zentraler denn je und zugleich immer noch ein Spezialwissen, das etwa an den Schulen praktisch nicht unterrichtet wird. Es ist ein Glücksfall, dass in den Gründungsstatuten für das ZI ein sehr allgemeiner Auftrag formuliert worden ist. Und ich zitiere, das Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München hat die Aufgabe, Forschungen insbesondere auf dem Gebiet der abendländischen Kunstgeschichte von der frühchristlichen Zeit bis zur Gegenwart zu fördern und durchzuführen. Das ist ganz nahe an praktisch allem, was man machen kann. Diese Formulierung war offenbar mit einem großen Vertrauensvorschuss verbunden, vermutlich auf US-Seite basierend auf den positiven Erfahrungen mit dem Institute for Advanced Study in Princeton, nämlich, dass ein solches Forschungsinstitut selbstständig und selbstverständlich auf die sich wandelnden Anforderungen von Wissenschaft und Gesellschaft reagiert und zugleich den unabdingbaren Freiraum für Grundlagenforschung bieten kann. Wie immer gestaltet sich die konkrete Umsetzung wesentlich schwieriger als das theoretische Formulieren. Gerade auch in München verwandelte sich die intellektuelle Landschaft nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der nationalsozialistischen Herrschaft nicht einfach wieder in einen Locus Amoenus. Der Brite Michael Baxendall, einer der wichtigsten, innovativsten und vor allem das Verhältnis von Textquellen und Bildern neudenkenden Kunsthistoriker der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, verbrachte als Student die Jahre 1957-58 in München. Er schildert im Rückblick seiner Autobiografie, wie für ihn die künstlerische und kunsthistorische Situation in München damals immer noch ganz von der Frage nach den Nazi-Verstrickungen beherrscht wurde.
Das ZI unter dem damaligen ersten Direktor Ludwig Heinrich Heidenreich spielte für Baxendale eine entscheidende Rolle. Es erschien als Alternative zum Institut für Kunstgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität, wo der 1951 berufene Hans Sedlmayr als Ordinarius lehrte, dem 1945 eine Professur in Wien wegen seiner NSDAP-Mitgliedschaft entzogen worden war. Ich zitiere die längere, trotzdem von mir bereits gekürzte Passage in Übersetzung, da sie eines der sehr seltenen Zeugnisse für eine historische Außensicht auf das ZI liefert. Zitat Baxendale. Wie man sich gegenüber den Überlebseln der Zeit 1933 bis 1945 verhalten sollte, war eine grundlegende Herausforderung und das entscheidende Problem bestand für mich im Verhalten zu kompromittierten Personen, etwa Karl Orff oder Hans Sedlmayr. Hans Sedlmayr war der Ordinarius für Kunstgeschichte an der Universität. Mir wurde in München gesagt, dass er bereits in den frühen 30er Jahren Parteimitglied gewesen sei, aber dann erfuhr ich auch, dass seine persönlichen Kontakte in den mittleren 30er Jahren eher in Richtung Sozialdemokraten gingen und er 1938 beim Anschluss auf dem falschen Fuß erwischt wurde. Beides mag stimmen. Jedenfalls gab es noch eine andere Bibliothek als die der Universität, das Zentralinstitut für Kunstgeschichte am Königsplatz. Nach einiger Zeit ging ich, wie andere Studierende, die sich nicht mit Sedlmayr abfinden konnten, regelmäßig dorthin. Der Direktor des Zentralinstituts, Ludwig Heidenreich, den ich bewunderte, war ein Spezialist für die italienische Renaissance und er gab ein Seminar an der Universität zu Urbino im Sommersemester. Ich entschied, bei ihm und nicht bei Sedlmayr die Seminararbeit zu schreiben, zu der ich mich in diesem Jahr verpflichtet fühlte. Heidenreich war ein zurückhaltender, notorisch komplizierter Mann, der zuvor Direktor des Deutschen Kunsthistorischen Instituts in Florenz gewesen und für seine Forschungen zu Leonardo berühmt war. Sein Seminar über den Herzogspalast in Urbino konzentrierte sich auf den interpretierenden Umgang mit Quellenmaterialien und es war die beste formale Ausbildung in Kunstgeschichte, die ich je hatte. Zitat Ende Baxendale. Auch wenn heute die Situation glücklicherweise ganz anders ist, die gesellschaftliche Verantwortung der Kunstgeschichte hat entschieden zugenommen. In den späten 1940er und in den 1950er Jahren scheint noch die Überzeugung vorgeherrscht zu haben, dass der Geist und der Ursprung des NSDAP-Verwaltungsbaus und des Führerbaus, der heutigen Musikhochschule, dadurch quasi neutralisiert werden könne, dass man dort Institutionen des Kunstbetriebs unterbringt. Kunst als interesseloses Wohlgefallen, eine Vorstellung, die eigentlich nicht nur falsch, sondern angesichts der Macht der Bilder und der Macht ästhetischer Gestaltung gerade unter den heutigen Bedingungen der Bilderomnipräsenz besonders gefährlich ist. Die doppelte Aufgabe und Herausforderung des ZIs, Freiraum und Verantwortung, stellt sich heute unter den neuen Bedingungen auch in neuer Weise. Wir haben in den letzten 7 Jahren, dank Partnern wie der Conjuncta Florescit, der James-Loeb-Gesellschaft, dem Harvard Club München, der Stiftung Kritische Kunst- und Kulturwissenschaften oder auch der japanischen Kajima Foundation for the Arts, die Zahl der Fellowships und Preise verdoppeln können. Und damit auch die Möglichkeiten des wissenschaftlichen Freiraums und Austauschs für internationale Forschende. Vielleicht am offensichtlichsten Verantwortung, der andere Punkt, hat das ZI in den Bereichen Provenienzforschung, wo das ZI seit rund 15 Jahren, glaube ich, wegweisend, darf man sagen, arbeitet und in Forschungsprojekten mit Institutionen, Kolleginnen und Kollegen aus Osteuropa übernommen. Jetzt gilt es, nicht nur die dort erarbeiteten Ergebnisse und die bereits digital vorhandenen Informationen, aber auch andere Bestände des ZI an Büchern, Abbildungen, Archivmaterial und so weiter, so digital zu optimieren, dass diese als normierte Linked Open Data weltweit und für jeden Knowledge Graph, der sich für unser Material und unsere Ergebnisse interessiert, zur Verfügung stehen. Ich betone normierte Daten deshalb, da es ohne solche tiefgreifenden Festlegungen nicht geht, keinen globalen Austausch
und gemeinsamen Aufbau geben kann. Diese neuen Normen, Thesauri-Strukturen werden aber das Denken und die Wahrnehmung in Zukunft unweigerlich und entscheidend formen. Sich hier zu beteiligen, etwa am aktuellen Aufbau nationaler Forschungsdateninfrastrukturen, ist eine der neuen Herausforderungen und Verantwortungen des ZI. Eine andere wird ab Ende dieses Jahres ein neu aufzubauender Forschungsschwerpunkt am ZI zu Kunst und Ökologie sein. Dabei wird es bei Kunst und Ökologie wird es natürlich nicht nur um die aktuelle Dimension des Themas gehen, sondern immer auch um historische Perspektiven und Bedingungen. Abschließend will ich in aller Kürze zwei aktuelle Projekte des ZI vorstellen, die konkret zeigen, in welche Richtung gerade neben allen anderen Projekten und individuellen Forschungen am Haus gearbeitet wird. Zum einen bieten wir nach der Sommerpause in Zusammenarbeit mit der Ägyptologie und klassischen Archäologie der LMU, mit dem Bayerischen Nationalmuseum und mit dem Museum Fünf Kontinente das neue Rechercheinstrument MAYA an, Artifacts, Images, Architecture, Munich. Diese Meta-Suchmaschine erlaubt nicht nur, die über 1 Million Publikationen zum Bereich globale Artefakte, Bilder, Architekturen, die in den beteiligten Münchner Bibliotheken vorhanden sind, zu recherchieren. Also nicht nur nachantike westliche Kunst, sondern von Ägypten über Münchner Glaspalast bis Taj Mahal. Das Angebot umfasst auch einen Lieferservice, sodass man in jeder Bibliothek der 5 beteiligten Institutionen das gesamte Angebot konsultieren kann. Wir glauben, dass sich damit die herausragende Forschungssituation in München für alle Bereiche von Kunst, Ästhetik und Bildwissenschaft nochmals entscheidend verbessert und noch attraktiver für die Forschung wird. Als zweites werden wir Ende des Jahres, und das ist, hätte ich vorher zeigen wollen, als zweites werden wir Ende des Jahres die App Munich Art to Go freischalten. Diese vor allem für das Handy konzipierte Anwendung erlaubt, beim Gang durch die Stadt München, im realen Stadtraum also, Informationen zu Monumenten, besonderen Orten oder Personen abzurufen oder aber sich eine Tour durch die Stadt nach eigenen Interessen zusammenzustellen. Eingespielt sind Bilder, Materialien und Bestände des ZI und anderer Münchner Institutionen. Die Nutzenden können je nach Interesse und Zeit in verschiedener Tiefe und Detailliertheit ihre Erkundung starten. Also zum Beispiel sich nicht nur Fotos des Palais Pringsheim ansehen, das hier an diesem Ort stand, bevor der NSDAP-Verwaltungsbau errichtet wurde, sondern etwa auch die Innenräume des Palais mit den reichen Sammlungen aufrufen oder aber die Bezüge der Familie Pringsheim zu Thomas Mann weiterverfolgen. Die Zielrichtung ist, dass sich in einem zweiten Schritt auch andere Institutionen, diese App Munich Art to Go bespielen und idealerweise, dass sie zu einem Citizen Science Projekt wird, wo engagierte Münchnerinnen und Münchner ihre Erkenntnisse, ihre alten Fotos, Briefe und so weiter einspeisen können. Ich breche hier ab. All das wird im Laufe des Jahres sichtbar. Jetzt kommen wir zum angekündigten Schwenk auf die Geschichte und ich freue mich sehr und danke, dass Uwe Fleckner nun vorträgt zu Entstanden aus der Gedankenwelt der Bibliothek Warburg, Abi Warburg, Erwin Panofsky und die Anfänge der Kunstgeschichte in Hamburg. Wir freuen uns. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, einen schönen guten Abend. Nun könnte man ja die Geschichte der Kunstgeschichtsschreibung als eine Geschichte der Theorien und Methoden verstehen, als eine Geschichte historischer Modelle, eine Geschichte der Männer und bis weit ins 20. Jahrhundert hinein der wenigen Frauen, die diese Kunstgeschichte geschrieben haben. Aber könnte es nicht auch eine Geschichte kunsthistorischer Institute sein? In vielen Fällen ist die Geschichte zumindest der universitären Seminare für Kunstgeschichte zwar mit den jeweils wechselnden Lehrstuhlinhabern auf das engste verknüpft, aber es gibt einige Institute, für die
anstelle eines Individualporträts doch eher ein Gruppenporträt zu zeichnen wäre. Das Kunsthistorische Institut in Florenz etwa, die Bibliotheca Herziana in Rom und ja auch das Zentralinstitut in München wäre ein solcher Kollektivheld in der Geschichte der Kunstgeschichtsschreibung. Eine besondere Stellung innerhalb einer solchen Institutionengeschichte nimmt, und das bis heute, dieses merkwürdig doppelgesichtige Konstrukt ein, das in Hamburg aus dem Zusammenwirken einer privaten und einer sehr spät eingerichteten universitären Institution entstanden ist, aus dem Zusammenwirken der Kulturwissenschaftlichen Bibliothek Warburg mit dem kunstgeschichtlichen Seminar der Universität. Und von den Anfängen dieses janusköpfigen Gebildes möchte ich heute eine kleine historische Skizze entwerfen. Am 31. Dezember 1919 wandte sich Gustav Pauli, Direktor der Hamburger Kunsthalle, an den jungen, erst seit wenigen Jahren promovierten Erwin Panofsky. Würden Sie sich bereit finden lassen, im nächsten Sommer als Privatdozent gegen ein angemessenes Honorar hier Vorlesungen über Kunstgeschichte zu halten, fragt er ihn. Auch wenn er das Angebot einer Bezahlung kurze Zeit später wieder zurückziehen musste. Doch Pauli stellte seinem Adressaten in Aussicht, sich an der Hamburgischen Universität zu habilitieren und deutete damit die Hoffnung auf eine zukünftige Professorenstelle für Panofsky an. Es würde mich sehr freuen, wenn es gelingen sollte, Sie nach Hamburg zu ziehen. Die gerade erst gegründete Universität bot bereits im Sommersemester 1919 auch kunsthistorische Lehrveranstaltungen an, bei denen die Mitarbeiter der Hamburger Museen die seit dem 19. Jahrhundert schon bestehende Bildungstradition des sogenannten allgemeinen Vorlesungswesens nun im akademischen Rahmen fortsetzten. Allerdings verfügte die Universität zu dieser Zeit noch keineswegs über ein kunsthistorisches Institut. Doch mit Pauli sowie mit dem Privatgelehrten Ibi Warburg, dessen kulturwissenschaftliche Bibliothek wachsendes internationales Renommee besaß, bestimmten zwei überaus einflussreiche Männer die Geschicke der kunsthistorischen Forschung in der Hansestadt. Dieses Foto ist sozusagen falsch hier. Es ist viel zu spät. Das, was Sie sehen, gibt es so erst ab 1926. Die Bibliothek, von der ich gerade gesprochen habe, ist immer noch in den Privaträumen Warburgs untergebracht, aber das ist hier sozusagen der bekannte und berühmte Zustand des Lesesaals. Die beiden wussten, also Pauli und Warburg, dass nur durch die Berufung eines ausgezeichneten, methodisch reflektierten und überkommene Forschungswege hinter sich lassenden Kollegen die Einrichtung eines entsprechenden Instituts erfolgreich gelingen konnte. Vor allem aber sollte der zukünftige Lehrstuhlinhaber eine ganz bestimmte Denk- und Forschungsrichtung einschlagen. Er sollte, wie Warburg am 17. Dezember 1919 dem Dekan der Philosophischen Fakultät einflussfreudig mitteilte, für das wissenschaftliche Profil seiner Bibliothek, der Bibliothek Warburg also, ich zitiere, von innen heraus Verständnis zeigen. Erwin Panofsky, der mit seiner Abhandlung Die theoretische Kunstlehre Albrecht Dürers 1914 in Freiburg promoviert worden war, hatte Warburg und Pauli noch während seiner weiterführenden Studien bei Adolf Goldschmidt kennengelernt. Überliefert ist unter anderem ein mehrtägiger Besuch des Berliner Professors mit einer kleinen Gruppe ausgewählter Studenten in der Bibliothek Warburg im Dezember 1915, währenddessen Panofsky offenbar nicht nur beim Hausherrn, sondern auch bei dem ebenfalls anwesenden Pauli den besten Eindruck hinterlassen haben muss. Der junge Kunsthistoriker hatte inzwischen
seine Dissertation zunächst als Fragment, dann als vollständigen Text publiziert, was ihm später eine enthusiastische Rezension Paulis eintrug, der dem vielversprechenden Kollegen die, ich zitiere, erwünschten Gaben des kritischen Scharfblickes, der klaren Darstellung bescheinigte und der erkannt hatte, dass sich der Autor mit seinem eben nicht nur stil- und formgeschichtlichen Kunstverständnis nachdrücklich für den Hamburger Kreis um Warburg empfahl, zudem sei Universitätsgründung auch der Philosoph Ernst Cassirer zu zählen war. Pauli machte seinen Einfluss wohl auch dahingehend geltend, dass der Dekan der Fakultät seinerseits Panofsky offiziell zur Habilitation in Hamburg aufforderte und dabei durchblicken ließ, der Kandidat komme darüber hinaus für den geplanten Lehrstuhl in Betracht. Panofsky reichte daraufhin am 11. März 1920 kurzerhand zwei Kapitel einer eigentlich größer angelegten Abhandlung unter dem Titel »Die Gestaltungsprinzipien Michelangelos in Hamburg« ein. Es dürfte kaum ein Zufall gewesen sein, dass die Fakultät ausgerechnet zwei Wochen zuvor ein Schreiben aufgesetzt hatte, mit dem der zuständige Hamburger Senatskommissar davon überzeugt werden sollte, Ordinariate für Archäologie und Kunstgeschichte zu bewilligen. Nach einer auf den 3. Juli 1920 angesetzten Probevorlesung erhielt Panofsky die Venia Legendi und wurde Privatdozent an der Hamburgischen Universität. Ein Ordinariat für Kunstgeschichte aber war damit freilich noch nicht eingerichtet, ein Institut noch nicht gegründet. Panofsky hatte als Privatdozent zwar regelmäßige Lehrverpflichtungen, doch erhielt er für seine Tätigkeiten keinerlei Bezüge und verfügte in der Universität weder über ein Büro noch über eine personelle oder sonstige Ausstattung. Wiederum war es Gustav Pauli, der nichts unversucht ließ, um den jungen Kollegen in Hamburg zu halten. Der Museumsdirektor gewährte dem im Aufbau begriffenen kunsthistorischen Seminar ein Gastrecht in den Räumen der Kunsthalle. Ein Saal im Hochparterre des Gebäudes wurde nach kleineren Umbauten seit Juni 1921 zur Verfügung gestellt. Dozenten und Studenten hatten Zugriff auf die umfangreiche Bibliothek und Fotosammlung des Museums und profitierten von der unmittelbaren Nähe zu den Kunstwerken, wie Panofsky einige Jahre später schrieb. Zitat: Vor allem bedeutet die räumliche und auch geistige Vereinigung des Seminars mit der Kunsthalle die Möglichkeit einer andauernden Fühlungnahme mit den Originalen, die in der Gemäldegalerie, in der grafischen Sammlung und in der Handzeichensammlung bewahrt werden. Und hier sehen Sie, vielleicht aus Besuchen in Hamburg bekannt, die Bronzetafel, die dort an falscher Stelle und mit falschem Datum angebracht ist. Allerdings musste Panofsky, 1921 zum Leiter eines Instituts ohne Professoren ernannt, noch immer auf ein eigenes Büro verzichten. Eine prekäre Arbeitssituation, die in den nächsten Jahren übrigens anhalten sollte. Rückblickend schreibt er 1926, ich habe hier ein solches Dienstzimmer nicht inne gehabt, sondern an einem provisorisch im Bücherdepot der Kunsthalle aufgestellten Tisch gearbeitet. Zitat Ende. Gleichwohl begann der Privatdozent im Wintersemester 1920-21 mit der Lehre und bot die Forschungen seiner Dissertation und Habilitation aufgreifend Veranstaltungen zur deutschen und italienischen Kunst des Mittelalters und der Renaissance an. Darüber hinaus beriet Panofsky seine Studenten in Sprechstunden, hatte Prüfungen im Haupt- und Nebenfach abzunehmen, beantragte Gelder für den Erwerb von Lehrmitteln, bestellte Bücher in Absprache mit der Bibliothek Warburg, beschaffte und beschriftete Fotografien und Diapositive, legte Inventarverzeichnisse an, musste sämtlichen Schriftverkehr eigenhändig erledigen und kümmerte sich um alles, was zu einem einigermaßen gedeihlichen Institutsalltag erforderlich war, bis hin zum Kauf eines seminareigenen Projektors, den wir heute noch haben, aber nicht mehr benutzen.
um zu verhindern, dass Panofsky unter diesen ungünstigen Bedingungen einem auswärtigen Ruf folgte, wandte sich Wehr Pauli bereits im November 1920 an den früheren Hamburger Bürgermeister und noch immer für das Hochschulwesen zuständigen Senator Werner von Melle und bat darum, den gerade erst für Hamburg gewonnenen Privatdozenten wenigstens mit Wohnung und Gehalt auszustatten. Ich zitiere, im Interesse Hamburgs und der Universität ist es dringend erwünscht, die auch außerhalb Hamburgs geschätzte Kraft, die ganz allgemein als eine der tüchtigsten des jüngeren kunsthistorischen Nachwuchses angesehen wird, hier zu fesseln. Im Hintergrunde meines Gemüts hege ich die Hoffnung, dass es möglich sein werde, Panofsky nach Ablauf einer angemessenen Probezeit zum Professor und Ordinarius zu befördern. Doch wie gesagt, eine Bezahlung von Privatdozenten war auch zu jener Zeit nicht vorgesehen. Und so suchten die Beteiligten einen verwaltungstechnischen Ausweg, indem sie Panofsky seit dem Sommersemester 1922 einerseits mit bezahlten Lehraufträgen versahen und ihm andererseits von 1923 an eine ebenfalls vergütete Hilfsarbeiterstelle einrichteten. Zitat Pauli: Es handelt sich hier um den merkwürdigen Posten eines Assistenten für einen nicht vorhandenen Ordinarius. Denn Panofsky ist eben der Stellvertreter für den vakanten Posten eines Ordinarius der Kunstgeschichte. Zitat Ende. Panofsky war demnach kurioserweise für einige Zeit sein eigener Assistent und wollte, wie er klagt, Zitat, jede Möglichkeit ergreifen, um aus der Lage eines jüdischen und das heißt ewigen Privatdozenten herauszukommen. Über die Jahre hinweg dokumentieren die Sitzungsprotokolle der Philosophischen Fakultät die immer wieder aufkommende Forderung nach einem kunsthistorischen Lehrstuhl. Und schließlich, ich kürze das ja ab, hieß es am 29. Juli 1925, lapidar, die Professur für Kunstgeschichte ist bewilligt. Der Privatdozent und seine Förderer waren also endlich am Ziel. Erwin Panofsky wurde zum 1. Januar 1926 als Professor für Kunstgeschichte an der Hamburgischen Universität angestellt. Begründet wurde seine Berufung in einem akademischen Gutachten, kollektiv verfasst, aber in seinen entscheidenden Passagen einige vorausgehende Formulierungen Warburgs wörtlich aufnehmend. Ein Gutachten, das zeigt, wie eng die wissenschaftliche Arbeit Panofskys in diesen Jahren mit dem intellektuellen Profil der Kulturwissenschaftlichen Bibliothek Warburg verbunden war. Hervorgehoben wurde darin, dass Panofsky, Zitat, in einer von keinem zeitgenössischen Forscher übertroffenen Verbindung von Gelehrsamkeit, Scharfsinn und Geduld, Zitat Ende, also in dieser Verbindung die KBW dabei unterstützt habe, ihre wissenschaftlichen Ziele zu erreichen. Methodisch sei, ich zitiere noch einmal, das bildhafte Material der Kunstgeschichte zu einer Dokumentensammlung für vergleichende Kulturwissenschaften umzugestalten, so schrieb der jetzt anonymisierte Warburg. Denn nur, Zitat, wenn das Bildelement durch das dazugehörige Wort um eine Dimension bereichert ist, verkündet das Kunstgebilde Aussagen über den Sinn des Phänomens bildhafter Orientierung in Raum und Zeit. Und geradezu als das gemeinsame methodische Fundament der Hamburger Schule der Kunstgeschichte wurde von Warburg in eben diesem Gutachten beschrieben, Zitat, das Bildwerk mit dem historisch oder psychologisch dazugehörigen Gedanken zusammenzuschauen. Auch Fritz Sachs, Leiter der Bibliothek Warburg, konnte schon zu Beginn der 1920er Jahre zufrieden feststellen, dass das Kalkül der Hamburger Kunsthistoriker aufgegangen war und der von ihnen protegierte Privatdozent rasch einen intensiven wissenschaftlichen Kontakt zwischen Seminar und Bibliothek hergestellt hatte.
Dr. Panofsky ist fast täglich unser Gast und der eifrigste Benutzer unserer Bibliothek, heißt es schon am 23. November 1920 in einem Brief an Warburg. Und mehr noch, worüber ich mich sehr freue, ist, dass er nicht nur die Bücher verwendet, sondern auch versucht, sie in ihrem Sinne zu verwenden. Zitat Ende. Panofsky selbst war sich vollkommen bewusst, in welchem Maße die Bestände dieser ganz besonderen Büchersammlung und der Austausch mit den dortigen Kollegen die eigenen Forschungsziele förderten. Zitat Panofsky: Das Wesentliche für mich ist, dass die Warburgsche Bibliothek hier, deren Programm ein Zusammenwirken von Kunst, Philosophie und Religionsgeschichte ist, meinen Gesichtskreis sehr erweitert hat und mir auch äußerlich eine unschätzbare Arbeitsgelegenheit bietet. Es ist etwas sehr Schönes, in einem Laboratorium all das, was zur Erkenntnis einer historischen Erscheinung in ihrem ganzen Umfang gehört, zusammenzuhaben. Einige seiner Studien in dieser Zeit, etwa Dürers Darstellungen des Apollo und ihr Verhältnis zu Barbari 1920 oder Dürers Stellung zur Antike 1921-22, teils im Dialog mit Sachsel entstanden, weisen dementsprechend eine deutliche thematische wie auch methodische Nähe zu den Forschungen Warburgs auf und dokumentieren eine gute Kenntnis von dessen Schriften. Das wissenschaftspolitische Ziel, das Warburg und seine Mitstreiter im Hinblick auf Panofsky verfolgt hatten, indem sie bereits zu dieser frühen Zeit den künftigen Lehrstuhlinhaber sahen, war unmissverständlich. In seinem Bericht über die Bibliothek Warburg und ihre Entwicklung zu einem öffentlichen Forschungsinstitut schreibt Sachsel 1921, Zitat: Die akademische Lehrtätigkeit der Universität Hamburg muss mit Naturnotwendigkeit von der Gedankenwelt der Bibliothek Warburg ihren eigentümlichen Charakter empfangen. Zitat Ende. Doch auch Warburg selbst unterrichtete seit 1925 regelmäßig am Seminar. Dabei brachte er die eigenen thematischen Interessen und auch methodischen Neuerungen unmittelbar in die Lehre ein. Ja, wir wissen, dass er seine Studenten gelegentlich sogar dazu anleitete, eigene visuelle Essays in der Art seiner später so berühmt gewordenen Mnemosyne-Tafeln zu erstellen. So sind von Ludwig Heinrich Heidenreich, ihn selbst haben wir eben schon im Foto gesehen, und anderen Studenten experimentelle Bildpräsentationen erhalten, die schon auf den ersten Blick verraten, wessen Vorbild sie geschuldet sind. Also nicht, wie sie sofort geglaubt haben, als sie das Bild gesehen haben, Warburg, sondern in der Tat Heidenreich hat diese Tafel zusammengestellt. Im Sommer 1921 wurden Gustav Pauli und Max Sauerland, der als Direktor des Museums für Kunst und Gewerbe ausgewählte Themen seiner Fachgebiete in der Lehre vertrat, und etwas später auch der damals erkrankte Warburg mit dem Rang und Titel von Honorarprofessoren geehrt. Sachsel habilitierte sich 1922 in der Hansestadt und wurde 1926 zum außerplanmäßigen Professor ernannt. Es zeichnete die kunsthistorische Lehre und Forschung in Hamburg aus, dass sie in dauerhafter Allianz aller Institutionen betrieben wurde. Kunstgeschichtliche Vorlesungen, so schilderte Panofsky 1927 die Lehrsituation, also kunstgeschichtliche Vorlesungen finden in Hamburg in der Regel im Universitätsgebäude statt, während die Übungen des Direktors im kunstgeschichtlichen Seminar und die der Herren Professoren Warburg und Sachsel in der Bibliothek Warburg abgehalten zu werden pflegen. Dazu treten noch die Übungen über die Geschichte des Kunstgewerbes, die die Herren Professoren Sauerland und Stettiner in den Räumen des Museums für Kunst und Gewerbe veranstalten. Die historische Entwicklung hat es mit sich gebracht, dass vor Gründung der Universität die Museen gleichsam die Zentren auch des Unterrichts gewesen sind und diese Bedeutung bis zu einem gewissen Grade beibehalten haben. Das ist im Falle der allgemeinen Kunstgeschichte eben durch die Vereinigung des Seminars mit der Kunsthalle zum Ausdruck gekommen.
Zitat. Zitat Panofsky zu Ende. Durch die Unterstützung der Museen also und der kulturwissenschaftlichen Bibliothek, aber auch mit wechselnden Lehraufträgen sowie mit Hilfe neuer Privatdozenten, unter ihnen Karl von Tollnay 1929 bis 1933 und Edgar Wind 1930 bis 1933, der sich mit einer philosophischen Abhandlung habilitiert hatte, gleichwohl auch kunsthistorische Themen anbot und ein wichtiger Mitarbeiter der KBW wurde, sowie eben mit Ludwig Heinrich Heidenreich 1934 bis 1937, der 1929 von Panofsky promoviert worden war. Mit all diesen also gelang dem kleinen Institut ein umfangreiches Lehrprogramm anzubieten. Auch die kollegiale, ja als familiär empfundene Atmosphäre am Hamburger Seminar wurde von vielen Kommilitonen geschätzt. Nicht selten fanden Lehrveranstaltungen schon aus Mangel an Unterrichtsräumen in den Privatwohnungen der Dozenten statt. Und zahlreiche Exkursionen, so hier mit Panofsky unten rechts zu identifizieren, führten die Studenten vor die originalen Kunstwerke und wie man sieht, auch in die Natur. Fritz Sachsel, der mit Panofsky gelegentlich gemeinsam unterrichtete, sah gerade im Schulterschluss der Institutionen die große Anziehungskraft des Seminars begründet. Zitat: Durch die Zusammenarbeit zwischen der Universität und unserer Bibliothek, also der KBW, scheint sich eine Art Hamburger Schule der Kunstgeschichte zu bilden, die eine Anzahl von tüchtigen Studenten hierher zu ziehen imstande ist. Zitat Ende. Und selbst Privatdozent Werner Burmeister, der den in den USA zunächst als gastlehrenden Panofsky seit 1932 vertrat und später eine politisch überaus fatale Rolle im kunsthistorischen Seminar spielen sollte, lobte noch 1934, vermutlich aber wenig aufrichtig, die methodische Gründlichkeit und Gedankenschärfe der Schüler Panofskys. Einige Jahre später, 1937, verfasste Burmeister dann eine an die Gestapo gerichtete fünfseitige Denkschrift, ein atemlos aber witziges Pamphlet, gespickt mit Invektiven gegen Warburg, Panofsky und deren Schüler, indem er unter anderem Heidenreich als, ich zitiere, Führer der getarnten jüdischen Partei denunzierte. Burmeister schilderte in seinem Schreiben die von ihm angeblich erlittenen konspirativen Machenschaften der Panofsky-Gruppe gegen seine Amtsführung als Seminarleiter. Er unterstellte dem Exilanten sowie den nach London emigrierten Mitarbeitern der kulturwissenschaftlichen Bibliothek Warburg, diese versuchten, auf das Institut vom Ausland her aus sabotierend Einfluss zu nehmen und hetzte in perfider nationalsozialistischer Diktion gegen das Seminar, das er nun als, ich zitiere, ich glaube, das hätten Sie auch so gehört, ein ausgezeichnetes Instrument zur Gehirnverkleisterung und Schwächung völkischen Instinkts diffamiert. Auch gegen die Methoden der Hamburger Schule, wie sie sich in den entstandenen Dissertationen niederschlügen, richtete er seine antisemitischen Attacken. Die Studenten waren größtenteils Juden, Halbjuden oder solche, die in dem jüdisch gerichteten Fahrwasser der Hamburger geistigen Kreise lebten, wie es in der Vollkommenheit durch ihr geistiges Zentrum, die Bibliothek Warburg, dargestellt wurde. Ich habe während dieser vier Jahre, gemeint ist 1934 bis 1937. Ich habe während dieser vier Jahre ausschließlich Doktorarbeiten zu bearbeiten gehabt, die aus der blühenden Doktorenfabrik des Panofsky-Seminars stammten und eine merkwürdige, abstrakt zersetzende Tendenz verfolgten. Erwin Panofskys internationales Ansehen jedoch war stetig gewachsen. In seiner Hamburger Zeit entstanden weithin beachtete Publikationen wie Idea, ein Beitrag zur Begriffsgeschichte der älteren Kunsttheorie von 1924, die Perspektive als symbolische Form 1927 und viele, viele andere.
Und so hatte ihn schließlich im Dezember 1930 die wohlverdiente Einladung zu einer Gastprofessur an der New York University erreicht, die ihn von September 1931 bis Februar 1932 ein erstes Mal in die Vereinigten Staaten führte. Die Situation an den deutschen Universitäten, die sich jüdischen Wissenschaftlern wie Panofsky in den 20er Jahren nur allmählich geöffnet hatten, wobei antisemitische Ressentiments noch immer Einfluss, vor allem auf die Besetzung von Lehrstühlen hatten, verschärfte sich in den politischen Konflikten der späten Weimarer Republik. Illusionslos hatte Panofsky die drohende Diktatur der Nationalsozialisten kommen gesehen. Zitat, der Sieg der allgemeinen Barbarei schien ihm schon im Sommer 1932 unabwendbar. Er werde wohl unter den Ersten sein, die bei der endgültigen Regierungsübernahme durch die Idioten gegangen wären. Und Panofsky sollte auf traurige Weise Recht bekommen. Aufgrund des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums wurde Panofsky im April 1933 aus rassistischen Gründen entlassen. Er nahm, durchaus zögernd, das Angebot einer erneuten Gastprofessur der New York University an, verbunden mit einer Lehrtätigkeit, seit 1935 Professur am Institute for Advanced Study in Princeton, und emigrierte schließlich im Juli 1934 endgültig in die USA. Auch die kulturwissenschaftliche Bibliothek des bereits 1929 verstorbenen Warburg emigrierte im Jahr der Machtübergabe an die Nationalsozialisten mit ihren Mitarbeitern, unter ihnen Sachsel und Wind, und fand als Warburg Institute eine neue Heimat in London. Viele, auch ehemalige Studentinnen und Studenten des Seminars, verließen ebenfalls das nationalsozialistische Deutschland. Die Hamburger Schule der Kunstgeschichte verbreitete sich dadurch und verbreitete vor allen Dingen ihre bis heute anhaltende Wirkung in aller Welt. Dankeschön. Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass wir uns heute hier in diesem wunderbar gekühlten Saal zum Feiern zusammengefunden haben. In der Tat feiern wir ja nicht nur heute Abend, sondern das ganze Jahr über, erinnernd an den 1. März 1947, als das ZI seine Tätigkeit aufnahm. In verschiedenen Formaten, die Sie vielleicht schon zum Teil mitbekommen haben, mit Online-Beiträgen im Jubiläums-Spotlight auf unserer Webseite, mit dem ZI-Blog, mit einem Themenheft der Kunstchronik und, das können Sie bitte alle schon vormerken, am 26. Oktober, wenn wir Ihnen die Publikation zum 75-jährigen Bestehen des ZI vorstellen. Hier, Sie können es hoffentlich andeutungsweise erkennen, ein facettenreicher Sammelband mit Beiträgen von 28 Autorinnen und Autoren voller interessanter Fakten und Abbildungen. Im Rückblick auf ein Dreivierteljahrhundert ist man versucht, in der Entstehung und dem Werden des ZI die selbstverständliche Entwicklung des Internationalen Instituts zu sehen, als das wir es heute kennen. Wenn man aber genauer hinschaut, wundert man sich, dass aus dieser Nachkriegsinitiative überhaupt etwas wurde. Im Urteil des Gründungsdirektors Heidenreich war die Institutsgründung ein tollkühnes Experiment. Eine optimistische politische und fachpolitische Initiative der amerikanischen Besatzungsmacht. Kurz nach Ende des Krieges auf deutschem Boden in München ein außeruniversitäres kunsthistorisches Forschungsinstitut zu gründen, erwuchs aus dem Bewusstsein wissenschaftlicher und struktureller Defizite. Diese waren der deutschen Kunstgeschichte durch erzwungene Emigrationen, kriegsbedingte Verlagerungen und Zerstörungen entstanden. Es war zu Beginn kaum abzusehen, ob und in welchem Rahmen sich das neue Institut würde etablieren können. In einem Zeitraum, als jede Überlegung zu einer Wiederherstellung und Neuordnung deutscher kunsthistorischer Institutionen mit der politischen Realität in den verschiedenen Besatzungszonen konfrontiert war, mit Städten in Ruinen, mit evakuierten, unzugänglichen Sammlungen und mit der Schwierigkeit im Land, geeignetes, unbelastetes Personal zu finden. Die Gründung und Einrichtung des Zentralinstituts
gelang trotz administrativer Widerstände und mancher persönlichen Frustration. Sie war dem Zusammenwirken einer Reihe von Akteuren zu verdanken, die von 1945 an in verschiedenen Funktionen beteiligt waren. Die Kunstschutzoffiziere der Monuments, Fine Arts and Archives Section der amerikanischen Militärregierung, abgekürzt MFA&A, vor allem der erste Direktor des Central Collecting Point, Craig Hugh Smythe, und sein Vorgesetzter Edwin Ray. Sie sehen beide hier auf diesen Fotos. Hans-Konrad Rötel, den Sie gleich noch sehen werden, vom Collecting Point. Dieter Sattler und Walter Keim im Bayerischen Kultusministerium. Hier ein Foto von der Übergabe des Collecting Point in bayerische Verantwortung. Und dort sehen Sie auch stehend Walter Keim, der im Bayerischen Kultusministerium eine sehr wichtige Rolle für das ZI spielte. Ludwig Heinrich Heidenreich als Gründungsdirektor des Instituts, den Sie hier in der Ausstellung im Haus der Kunst sehen, August 1946. Und Wolfgang Lotz als sein Stellvertreter in der Anfangszeit. Dieselbe Ausstellung hier, auch mit Vertretern des Collecting Point, und rechts Wolfgang Lotz, also Rodolfo Siviero, Edgar Breitenbach und Wolfgang Lotz. Pragmatisch beschloss die US-Militärregierung, die ehemaligen NSDAP-Gebäude am östlichen Abschluss des Königsplatzes für eine neue, drängende politische Aufgabe umzuwidmen. Das Sammeln und Restituieren jener aufgefundenen Kunstwerke, die durch nationalsozialistischen Raub aus ihren ursprünglichen Zusammenhängen und rechtmäßigen Eigentumsverhältnissen gerissen oder kriegsbedingt ausgelagert worden waren. Im Juni 1945 nahm der Central Collecting Point seine Tätigkeit auf. Sein erster Direktor von Juni 1945 bis März 1946, Craig Hugh Smythe, war damals knapp 30 und bewältigte souverän die mit der Münchner Position verbundenen Herausforderungen. Über seine Zeit in München und die Gründung des ZI hat er 1995 am ZI einen Vortrag gehalten. Sein Vortragstyposkript, das wir durch zahlreiche, auch zum Teil unpublizierte Fotos zum Collecting Point ergänzt haben und durch ein Vorwort, ist heute, wirklich heute, aus Anlass des Institutsjubiläums erschienen. Und Sie haben das Glück, alle, die hier sind, bekommen heute ein Exemplar pro Person umsonst. Das wird also nachher am Büchertisch, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wo der ist, aber gerne ausgegeben. Nach ersten Überlegungen im Laufe des ersten Nachkriegssommers regte die Militärregierung schon im Herbst 1945 an, ich zitiere, ein kunsthistorisches Zentralinstitut in München zu gründen. Zitat Ende. Die Bezeichnung dieses Central Art Institute knüpfte an die der Kunstsammelstelle an. Es sollte darum gehen, damit die Überlieferung der deutschen kunsthistorischen Institute in Florenz und Rom fortzusetzen, unter Verwertung des beim Central Collecting Point vorhandenen wissenschaftlichen Apparats, so wird es formuliert. Und ich zitiere erneut, das Institut sollte die praktische und technische Fachausbildung der auf dem Gebiete der Kunstwissenschaft tätigen Kräfte und überhaupt die Förderung der Kunstwissenschaft, der Denkmalpflege und des Museumswesens übernehmen. Die erforderlichen Räume würde die Militärregierung im Central Collecting Point, dem früheren sogenannten Verwaltungsgebäude der NSDAP, zur Verfügung stellen. Zitat Ende. Als Gründungsdirektor, wir haben es jetzt hier schon mehrfach gehört, des neuen Instituts fasste die amerikanische Militärregierung in Absprache mit den beteiligten deutschen Stellen von Beginn an Ludwig Heinrich Heidenreich ins Auge. Mit der Entscheidung für diese wichtigste Personalie wurde deutlich, dass das neue Münchner Institut innerhalb eines internationalen Referenzrahmens und auf hohem wissenschaftlichen Niveau etabliert werden sollte. Heidenreich, wir haben es gehört, wurde in Hamburg bei Panofsky mit einer Arbeit über Leonardo promoviert und hatte zeitweise in der Kulturwissenschaftlichen Bibliothek Warburg gearbeitet. Nach dem Tod Friedrich Kriegbaums war er 1943 zum kommissarischen Direktor des Kunsthistorischen Instituts Florenz ernannt worden und hatte im Februar 1944 die Bestände des Florentiner Instituts zur Evakuierung nach Deutschland vorbereitet.
Ebenfalls 1944 waren die Bestände der Bibliotheca Hertziana unter Beteiligung des Assistenten Otto Lehmann-Brockhaus ins Salzkammergut verbracht worden. Seit Heidenreich Florenz hatte verlassen müssen, lebte er mit seiner Familie in Mailand. Ich zeige Ihnen hier nicht Mailand, sondern sagen wir mal die abschreckende Münchner Architekturkulisse, die ihn hier erwartete, während das passiert, was ich Ihnen nun jetzt erzählen werde. In Mailand war Heidenreich im Rahmen des militärischen Kunstschutzes für Oberitalien und für das Deutsche Institut tätig, das er im Februar 1945 in der besetzten Stadt eröffnete. Der Korrespondenz Heidenreichs zum Florentiner Institut aus dem Zeitraum von Juli 1945 bis Mai 1947 ist zu entnehmen, wie sehr ihm die Wiedereröffnung des Kunsthistorischen Instituts in Florenz am Herzen lag. Diese Bemühungen waren zugleich aufs Engste mit seiner eigenen wissenschaftlichen und beruflichen Karriere verknüpft. Denn sich selbst versuchte er als den bestmöglichen ersten Nachkriegsdirektor des KHI zu positionieren. Im selben Maße aber und erst dann, indem sich abzeichnete, dass seine Ambitionen für Florenz nicht erfolgreich sein würden, näherte er sich München. Bereits im November 1945 berichtete Heidenreich aus Florenz seiner Frau von Gesprächen mit Bernhard Behrensen, in dessen Vermittlung in der Welt der Alliierten er große Hoffnungen setzte. Behrensen las Heidenreich aus einem Brief des in Bayern stationierten amerikanischen Kunstschutzoffiziers Frederick Hart vor. Er schrieb an seine Frau, und das zitiere ich jetzt, von den außerordentlichen Schwierigkeiten, die den alliierten Kunstkommissaren bei der Wiedereinrichtung der deutschen Kunstpflegeämter erwüchsen. Es sei ein entsetzlicher Mangel an geeigneten Kräften. Die Entnazifikation sei so weit nötig gewesen, dass im Grunde nur die reine Mache Frauen übrig geblieben wären. Hart könne nicht begreifen, warum man nicht gleich Heidenreich mitgenommen und ihm eine führende Aufgabe zugewiesen hätte. Heidenreich sei einfach unentbehrlich. Zitat Ende. Die Aussicht, von den Amerikanern nach Deutschland berufen zu werden, rief bei Heidenreich Entsetzen hervor. Er schrieb: Ich denke natürlich nicht daran, für irgendeine ratlose Alliiertendienststelle Hilfsdienste zu leisten. Zitat Ende. Was daran interessant ist, ist, dass bereits im November 1945 in München die Wahl auf den fernen Heidenreich fiel, der zu diesem Zeitpunkt nicht die geringste Neigung zeigte, Italien zu verlassen. Seine Familie und sich selbst wollte er den prekären Versorgungsverhältnissen im besetzten Deutschland nicht aussetzen. Er schrieb von der, ich zitiere, der von Marshall Montgomery angekündigten Hungerernährung von 400 bis 900 Kalorien, Zitat Ende. Bis ihm die Gründung des neuen Münchner Instituts im Frühjahr 1946 durch Craig Hugh Smythe offiziell angetragen wurde, sollte es nur wenige Monate dauern. Denn bei der MFA&A-Section der amerikanischen Militärbehörde handelte es sich in der Tat um alles andere als um eine ratlose Alliiertendienststelle, sondern ein Amt von höchster Effizienz, das muss man sagen. 1946 verhandelte Heidenreich, der sich von Panofsky als dessen Nachfolger ausersehen sah, auch mit der Universität Hamburg. Den Ruf lehnte er ab, da ihm München aufgrund seiner Kunstsammlungen und wegen der Nähe zu Italien attraktiver erschien. Das schreibt er auch genauso. Zu dem vielleicht wichtigsten Ratgeber Heidenreichs in seiner Suche nach einer geeigneten Position wurde Fritz Sachsel, Direktor der nach London übergesiedelten Kulturwissenschaftlichen Bibliothek Warburg. Und insofern vielen Dank für Ihren Vortrag. Was ich jetzt sage, passt, knüpft genau passend an Ihren Vortrag an. An Sachsel und seine Stellvertreterin Gertrud Bing sandte Heidenreich im März 1946 den ersten Brief nach London, nach 6 Jahren der Kontaktstille. Hier fasste er seine unsichere persönliche und berufliche Situation zusammen. Sachsel hingegen war es, der ihm in seiner Antwort einen Zahn zog. In aller Klarheit formulierte er, dass Heidenreich aufgrund seiner Tätigkeit am Kunsthistorischen Institut Florenz während des Krieges als sein neuer alter Direktor nicht in Frage komme. Ich zitiere: Sie müssen es wohl verstehen, dass die Tatsache, dass Sie unter Hitler Direktor des Florentiner Instituts waren, nicht unkommentiert geblieben ist. Zitat Ende.
Spätestens nach der Lektüre dieser Zeilen dürfte Heidenreich klar geworden sein, dass er seine Hoffnungen auf die Florentiner Direktion begraben musste. Jeglicher Zweifel an seiner politisch-moralischen Integrität im Nationalsozialismus kränkte Heidenreich schwer. Mit eventuell vorhandenen Unschärfen in der äußeren Wahrnehmung seiner politischen Positionierung im Dritten Reich haderte er. Indigniert sah er sich der Bestrafung der Deutschen, so nannte er das, ausgesetzt. Der Nationalsozialismus hatte einen tiefen Graben zwischen den in Deutschland verbliebenen Wissenschaftlern und dem durch die Emigranten gebildeten wissenschaftlichen Kollektiv entstehen lassen. Dass dies Heidenreich erst nach und nach klar wurde, machen seine Äußerungen gegenüber den Emigranten und über sie deutlich. Indem er mit seinem Beitrag zum geistigen Wiederaufbau auf die Werte des humanistischen Abendlandes und die, auch hier zitiere ich, Gemeinschaft der guten Europäer rekurrierte, Zitat Ende, berief er sich auf eine verbreitete Illusion und intellektuelle Rettungsformel der frühen Nachkriegszeit. Das Dilemma der eigenen politischen Verantwortung ließ Heidenreich nicht los. Ich zitiere, oft frage ich mich heute, ob ich damals hätte mit Ihnen gehen, an Sachse geschrieben, oder Ihnen hätte nachkommen sollen. Aber ich finde darauf keine Antwort. Als mich Panofsky 1934 als seinen Nachfolger in Hamburg destinierte, fasste ich das als eine Verpflichtung auf gegen ihn, gegen Sie und alles, was sich im Begriff der Hamburger Schule vereinte. Zitat Ende. An den Gesprächen zur Konzeption des Zentralinstituts waren an der Seite der amerikanischen Monuments Men deutsche Kuratorinnen und Kuratoren des Collecting Point beteiligt. Hans-Konrad Rötel, Theodor Müller, Erika Hanfstengel, Wolfgang Lotz, Ordenberg Bock von Wülfingen und Karl Willibald Birkmeier. Rötel war es, der im Juli 1946 eine Denkschrift über die Gründung eines kunsthistorischen Zentralinstituts in München verfasste, in die offensichtlich Vorschläge Heidenreichs eingeflossen waren. Dank der guten, so schreibt er das, Zusammenarbeit deutscher und ausländischer Gelehrter sei am Collecting Point ein Forum wahrhaft internationaler Wissenschaft entstanden. Zitat Ende. Dieser Spirit sei eine wesentliche Voraussetzung für das neue Institut. 1948 entwickelte Heidenreich ein Organigramm, das mit Langzeitforschungen, Publikationen, Veranstaltungen und der Nachwuchsförderung wesentliche, auch heute noch maßgebliche Inhalte der Institutsarbeit plante. Im März 1947 nahm dann das ZI seine Tätigkeit auf, wir haben es gehört, zunächst unter der kommissarischen Leitung von Wolfgang Lotz, einem Schüler Heidenreichs. Heidenreich selbst ist erst 1948 nach München übergesiedelt. Neben Erika Hanfstengel und Sigrid Esche-Braunfels wurde im Mai 1948 dann mit Otto Lehmann-Brockhaus, den Sie vorhin schon gesehen haben im Bild, ein weiterer Italiener am Institut eingestellt. Insgesamt waren es vor allem Hamburger Netzwerke, in denen Heidenreich das neue Institut zu situieren hoffte. Mit ihm, Lotz und Rötel hatten die wesentlichen Protagonisten der Institutsgründung ihre kunsthistorische und intellektuelle Prägung in Hamburg erhalten. Sowohl an der Universität als auch bis zu ihrem Umzug nach London 1933 an der Kulturwissenschaftlichen Bibliothek Warburg. Nach den Jahren der Aufbauarbeit verließ als erster Wolfgang Lotz das ZI. Am Betriebsausflug des ZI nach Oberbayern im Sommer 1953 nahm er noch teil. Und wir hatten vorhin das Thema der Fotos aus der Frühzeit des ZI. Das ist in der Tat das, eines der frühesten fotografisch oder das der früheste fotografisch festgehaltene Event des ZI. Ja, schauen Sie hin. Kommt natürlich alles auch in unserer Festschrift. Im selben Jahr 1953 wurde das ZI in das Königsteiner Staatsabkommen aufgenommen, das die Finanzierung von Forschungseinrichtungen einer bestimmten Größe und von überregionaler Bedeutung durch die Länder der Westzonen regelte. Dort blieb es bis zu seiner Übergabe in die Trägerschaft durch den Freistaat Bayern 1978. Um Ihnen ein wenig schwarz-weißes Zeitkolorit zu vermitteln, zeige ich Ihnen hier
eine andere Fotografie aus der Serie, die Sie bei Herrn Pfisterer schon gesehen haben im Vortrag, also die Verleihung des Ordens an Panofsky 1967. Hier eine andere Fotografie 1970, Amtsübergabe von Heidenreich an Sauerländer, sowie 1986 ein Blick in den großen Lesesaal, wo wir hier uns befinden. Bis zur Aufnahme in das Königsteiner Abkommen hatte sich das ZI als eine Einrichtung mit eigenem Forschungsprofil etabliert. Trotz seiner persönlichen Frustration, in München statt in Florenz Direktor geworden zu sein und in einer schwierigen Anfangssituation, in einem kulturpolitischen Klima der Restauration, war es Heidenreich gelungen, den durch die amerikanische Militärregierung gegebenen Impuls aufzunehmen und einen durchaus dynamischen Entwicklungsprozess in Gang zu setzen. Die Gründung des ZI hatte verschiedene europäische und amerikanische Vorbilder und reagierte doch zugleich auf eine spezifische historische lokale Situation. Die Chancen wurden genutzt. Im Winter 45-46 wurde das NS-Emblem von der Fassade des ehemaligen Verwaltungsbau der NSDAP abgenommen und auf dem Balkon abgestellt. Der abgesägte Kopf des Reichsadlers zu seinen Füßen. Einen Abzug einer Fotografie beschriftete Lotz mit dem Namen Phönix. In einem Brief vom September 48 grüßte er den abwesenden Heidenreich. Ich zitiere, diesen Phönix-Propheten in dankbarer Erinnerung an die 5 Monate des gemeinsamen Arbeitens in der Asche. Zitat Ende. Das geköpfte politische Emblem wurde zum mythischen Zwitterwesen der Antike umgedeutet. An dieser Szene des Neuanfangs hatten die mit Warburgs assoziativen Bilderwelten vertrauten Hamburger am Münchner ZI offensichtlich ihr Gefallen. Kairos packten sie wie den NS-Reichsadler, jedenfalls beim Schopfe. Köpfe rollten auch und Kriegstrophäen waren die abgesägten Köpfe allemal. Lassen Sie mich schließen mit einem historischen Blick auf das Thema Feiern im Verwaltungsbau. Die Versammlungen, die der Reichsschatzmeister Franz Xaver Schwarz hier im Bibliothekssaal einberief, Sie sehen es hier, oder im nördlichen Lichthof, Advent 1937. Diese Feiern würde man nun aus heutiger Sicht sicherlich nicht als festliche Events bezeichnen. Aber am Collecting Point feierte die internationale Community viele Partys. Damals rauchten die Leute wie die Schlote. Auch die ausländischen Kunstschutzkommissare sprachen dem ortstypischen Getränk gerne zu, wie wir hier sehen. Vor dem Hintergrund der 1946 im besetzten Deutschland herrschenden wirtschaftlichen Notlage und Hungerkrise muss der amerikanische Collecting Point wie ein Schlaraffenland gewirkt haben. Die deutschen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lassen sich ohne weiteres auf den Fotos an ihrer hageren Statur erkennen. Rötel und Birkmeier, die Sie hier sehen, schlotterten zu weit gewordene Anzüge am Leib. Zur Wiedereröffnung der ZI-Bibliothek im August 88, nach 1,5 Jahren der Schließung und am Ende von Sauerländers ZI-Direktion, spielte hier im großen Lesesaal eine Band auf. Ein als befreiend empfundener Akt der Distanzierung von der Geschichte des Gebäudes. Im nördlichen Lichthof fand im März 47 das Jubiläumsfest zum 50. Geburtstag des ZI statt. Zu diesem Anlass wurde auch Craig Hugh Smythe gewürdigt. Wolf Tegetthoff, der hatte kommen wollen, der leider hatte absagen müssen, sonst hätte ich mich gefreut, ihn heute hier zu sehen. Wolf Tegetthoff hatte damals die Band Funkability engagiert. Es stand sogar auf dem Programm. Ja. Es wurde das sicherlich ausgelassenste Fest in der 75-jährigen Geschichte des ZI. Die Süddeutsche Zeitung berichtete anerkennend, Kunsthistoriker verstehen zu feiern und sie können tanzen. Der martialische Lichthof hatte sich in eine fröhliche, lärmende Disco verwandelt. Zitat Ende. Heute Abend wird, soweit ich über die Planungen Bescheid weiß, vielleicht nicht getanzt, aber das wird sich herausstellen. Und ich wünsche allen, dass Sie mit uns nun das Jubiläum begehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus